Können wir das hier nicht an die Wand machen? Dann haben wir so ein weihnachtliches Schlafzimmer, wenn wir dann hoffentlich mal irgendwann den richtigen Boden dazu bekommen. Gott! Ihr müsst mir helfen bei den Geruiden und den Namen. Bitte. Eine furchtbare Person, habe ich das schon erwähnt? Eine furchtbare Person. Oh, schön. Bis täglich. Na, 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 na. Kleidung. Das ist das Azurband. Lehut, Rubinband, Kreissäge, Blattpigment, Gewürzhut. Reifenpudelmütze, das war die, die ich anziehen wollte. Ja, Kleidung. Ein bisschen eng ist das jetzt hier schon, ne? Beefshirt, Grauparka. Muss ich mal ausprobieren. Wie das, was da am besten aussieht. Ich nehme mal die ganzen Pullis. So. Das sieht niedlich aus. Das sieht auch süß dazu aus. Aua, meine Augen. Hey, das ist ja eigentlich perfekt. Weil winterlich. Und oh, scheiße, was ist das denn? Du wirst verkauft. Der ist cool. Du warst der Coole, ne? Nein, dann warst du der Coole. Ja, das ist ja eigentlich sehr... Ist ein bisschen bunt, ne? Aber wir sind winterlich angezogen. Ist ja kalt draußen. Kann man ja nicht bringen, hier so luftig herumzulaufen. Ich glaube, es geht los. Nachher holt man sich noch die Grippe. Mit dem Christkind irgendwo am Markt ab oder so. Jettenpulli, Motivshirt war komisch. Grauparker fand ich großartig. Der Lucha-Pulli, den liebe ich. Und das Top auch. Das wird verkauft, das wird verkauft. Schwarze Jeans müssen wir auf jeden Fall behalten. Tartanrock, Bürohose, Grauringelhose, Pilz. Fliegenpilzrock, den können wir auch verkaufen. Dann können wir das hier reinpacken. Verkaufen. Verkaufen, 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 behalten. Mucktapete möchte ich auch behalten, natürlich. Sehr gut. Da waren ja auch die Keramikfliesen. Oh, Edelteppich. Vielleicht passt der ins Schlafzimmer. Sieht so furchtbar warm aus, wie ich hier rumlaufe mit den Klamotten. Es sieht so unglaublich warm angezogen aus. Ganz furchtbar, kann man gar nicht hingucken. Ja, das passt perfekt. Aber das Bett nicht. Und auch die Gestaltung dazu nicht. Das Kätzchen schon. Aber der Rest der Möbel passt überhaupt gar nicht. Da müsste ein anderes Bett stehen. Wir können ja mal gucken bei den Möbeln, die wir schon haben, was dahin passen würde. Das hier ist auch langsam ein bisschen arg bunt, ne? Ich vermisse unser altes Zimmer, das sah echt toll aus. Der rosa Bonsai, Orientbett, Orient Paravent, Drachenbaum, ich kann einfach mal da rein. Alpengrundboden und Häschenballon. Lagelied, wir haben hier noch Musik. Achso, das waren die, die wir schon hatten, glaube ich, weil ich inkompetent bin. Ein Nadel, Glückskatze, noch mehr Glückskatzen, Radiorekorder, Eierkörbchen, Weihnachtsstern. Ja, wir haben gar nicht mehr sonderlich viele Möbel, weil ich die ja alle... Hallo, kann man da noch hinstellen. Rokoko-Lampe, Rokoko-Tisch. Weiß ich nicht, würde vielleicht ganz gut passen. Aber ich habe ja das Rokoko-Bett nicht. Diese Möbel kriegt man ja nur sehr, sehr selten im Spiel. Aber die würde halt gut aussehen. Kommst du jetzt erstmal hier an die Wand? Und dann stellen wir noch ein Cello irgendwo auf. Na, du bist ja so ein kleines Dingsbums. Nee, dann verkaufe ich das Cello auch.
kann ruhig mittig hier vom Raum stehen. Tja, jetzt haben wir erstmal kein Schlafzimmer mehr. Das Dinge passieren, das ist völlig okay. Wie es hier mal abgeht, diese riesige Party. Macht Spaß. Okay, alles klar. Was soll ich? Achso, ich hab ja noch mehr Musik. Auch wenn ich finde das großartig, das Musikthema. Ach, das ist Blues, ja. Ich liebe ja auch Bluesmusik. Aber wir haben ja auch die Ballade, die ist auch sehr schön. Die wollte ich einpflanzen, die wollte ich verkaufen, richtig. Ich habe noch gerade eine Idee. Ich hole mir gerade mal den Mannequin hier raus. Vielleicht können wir uns ja auch sowas machen wie halbe Winterklamotten. Also ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Klamotten, die wir jetzt hier tragen. Deswegen will ich auch überlegen, was wir halt noch machen können. Wir haben unsere Glückskekse noch nie aufgemacht. Das müssen wir unbedingt mal machen. Bleibt die einfach mit mir rum. Palettenpulli. Haben wir jetzt mehr Farben? Ja, wir haben mehr Palettenpullis. Unter Mist. Der Grauparker passt irgendwie mehr zu der Mütze. Und da passt dann vielleicht auch die Grauringelhose besser dazu. So ein bisschen grau und grau finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich möchte halt, dass es so ein bisschen zu allem so ein bisschen passt. Die Weihnachtsmannhose möchte ich auf jeden Fall behalten, ist klar. Der Palettenpulli wird verkauft. Der Blaubeerpulli kann hier bleiben. Andere Schuhe. Die Stiefel. Was gibt's fürs Gesicht? Mundschutz, Pflaster, Monokel, Retrobrille, Schnuller, Schnauzerbrille, Blatt. Pflaster. Ein Anti-Kälte-Pflaster auf die Nase. Weil dann nehmen wir nämlich das Männekicken. Ich weiß nicht, welche Stiefel da besser passen. Oder überhaupt Stiefel passen. Jetzt aber auf jeden Fall so ein bisschen winterlich eingeknuddelt aus. Ich finde das eigentlich ganz süß so. Was können wir denn dafür Stiefel nehmen? Mit Schuhe? Weil die Schuhe auch nicht. Und jetzt hier für welche? Ich habe mein volles Inventar. Schlimm, schlimm. Aber die sind ja hässlich. Schneestiefel. Also die Schneestiefel sind super. Aber ich habe die ja nicht zweimal. Ich hätte ja halt gerne das dann an Männekicken anders ein bisschen gestaltet. Aber sollte ich die... Ich sollte die mal anziehen. Wo waren wir da? Der Wabenpulli kommt weg. Motiv wird auch Palettenpulli auch. Genau. Ich wollte nur mal, sicher gehen. Die Weihnachtshose, Schneestiefel, die Hornbrille und dann brauche ich noch irgendwas anderes Cooles. Das ist, wenn wir draußen rumlaufen in der Kälte. So. Dann gehen wir jetzt hier rüber und stellen den Männekicken auf. Und zwar hier in die Ike. Jawohl. Was möchtest du mit dem Mannequin tun? Mannequin ankleiden. Ach, das kann ich ja nur mit den Sachen, die ich im Inventar habe. Da war ja was. Also ziehe ich die Hose an. Das hier. Die passenden Schuhe. Und, ne Moment, das mit den Schuhen ist schon so schwierig. Ich muss halt jetzt einfach irgendwas anziehen, damit ich... Oh Gott, das sieht grauenvoll aus. Kopfbedeckung entfernen. Damit ich ihn ankleiden kann. Oh Gott, wie das aussieht. Was möchtest du tun? Mannequin ankleiden. Grauringelhose. Erstmal... Kann ich mehrere Sachen auswählen? Nein. Erstmal
Das hier. Die Hose. Die Stiefel. Das da. Den Grauparker. Genau. So ist das richtig. Was ich jetzt anziehe ist... Nee, das ist schon richtig. Der Rock war richtig. Die Schuhe möchte ich ausziehen. Braucht auch keiner mehr, die verkaufe ich. Das Oberteil ist die ist ja wirklich wunderschön. Was ist jetzt hier drin? Ich will jetzt den Glückskeks essen. So. Om, nom, 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 nom. Oh, ein Zettel. Da ist ein Glückszettel drin. Da bin ich aber mal gespannt. Du wirst aussehen wie ein Star, der unbekannt bleiben möchte. Nummer 45. Alles klar. Und was ist in dem hier drin? Da ist ein Glückszettel drin. Okay, jetzt bin ich da mal gespannt. Wahre Freundschaft kommt manchmal unerwartet. Nummer 29. Stecken ein. Okay. Süß. Jetzt ist die Kleidung für draußen. Jetzt möchte ich mir Kleidung zusammenstellen, die ich trage. Wenn ich jetzt hier so unterwegs, so weihnachtsmäßig, so, ich bin so dann der Weihnachtsknuddel, bin ich dann halt irgendwie so, ich weiß ja auch noch nicht. Muss ich wahrscheinlich wieder mit dem QR-Code arbeiten, weil ich sonst wieder nichts Vernünftiges finde. Eine Brille trage ich ja schon. Was gibt's für einen Kopf? Urband, Klee, Rubinband, vielleicht das Rubinband dazu. Der Lichtkranz ist da natürlich auch noch sehr passend. Herzchen, Strumpfhose. Sieht man ja mit dem da gar nicht. Nürstiefel. Die Schuhe, Kostümdarmschuhe, Ballettschuhe, Fliegenpilz. Kostümdarmschuhe vielleicht? Und als Oberteil. Sonntagskleid, Hamburgkleid, Jeanskleid, Flanellkleid. War das nochmal dort? Das Flanellkleid war doch sehr süß, ne? Dazu kann ich aber nicht die Hose tragen. Schade. Das Rubinband ist schon mal süß. Das ist dann so rot. Und dazu die hübschen Schüchen. Jetzt obenrum vielleicht ziehe ich doch den Paillettenpulli erstmal so lange an. Ja, das sieht eigentlich so ganz süß aus. Ne? Dich legen wir jetzt wieder zurück. Ich und mein Inventar. Das muss mal einigermaßen ordentlich sein, sonst kriege ich die Krise. Wir haben so unglaublich viele Klamotten. Ganz froh, dass ich jetzt ein paar davon loswerde. Ah ja, den können wir verkaufen. Das ist der doppelte Palettenpulli. Dann alles weg. Kann ich eigentlich hoch wieder hier reinlegen? Dann pflanzen wir noch ein paar Bäumchen. Ich finde, ich sehe so weihnachtlich ganz gut aus. So, dann schauen wir mal hoffentlich, dass es bald schon schneit. Und dann können wir mit unseren coolen Winterklamotten rausgehen. Vielleicht ziehe ich dann auch noch den anderen Pulli an, diesen Winterpulli, den ich auch ganz cool fand. War ich auch ganz nett. Na, na, mein Magen knurrt komisch. Hör auf damit. Du Dings. Erstmal noch verkaufen. Und dann würde ich sagen, müsste ich auch mal quasi schlafen gehen, weil wie spät haben wir es jetzt hier? 18.53 Uhr? Naja, kann ich schlafen gehen, aber der nächste Tag wäre vielleicht eine gute Möglichkeit. Das wird mir bestimmt gut tun, mal woanders zu wohnen. Bim, bim, bam. Nein, wird es nicht. Nein, wird es nicht. Nein, wird es nicht. Geh nicht weg. Bitte, bitte, bitte. Andererseits gibt es sicher keine andere Stadt, die so toll ist wie Pilzdorf. Meine hätte ich aus dem Bauch heraus mein ganzes Leben umgekrempelt. Danke, Honey. Oh, Fatima, du kannst nicht, darfst. Du bist mein süßes, kleines, stotterndes, niedliches Rehkitz. Ja, ein bisschen gießen gehen. Genau. Damit die Blumen einfrieren, wenn sie bewässert werden. Es schneit. Guck mal. Es schneit. Ah, ist das schön. Oh, guck mal, da lag was. Da lag eine Kirsche.
meine Kirsche. Ach Gottchen, Günther, du tust mir so leid. Ja, da hängt nur noch ein Blatt. Guck mal, was ist das? Eine besondere Schneeflocke. Wollen wir die einfangen? Irgendwas Tolles machen? Sie einen Köcher dabei haben und die einfangen oder was? Ich habe aber keinen Köcher dabei, kann ich die auch hauen? Ich nehme mal meinen Köcher mit, falls mir nochmal so eine begegnet. Er sollte doch immer seinen Köcher dabei haben. Doch, schön, ignorier mich nur. Ich sterbe ja nur ab. Günther, du stirbst doch gar nicht ab. Ach, dass er immer so melodramatisch sein muss. Ich möchte mir meinen Köcher holen. Genau. Noch irgendwas anderes? Nee, eigentlich nicht. Eine Angel, ich würde auch ganz gerne immer angeln. Wobei, ich würde gerne auf der Insel angeln. Wobei, das ist aber nicht winterlich auf der Insel. Ich möchte mal hier angeln. Und vielleicht, wenn wir jetzt dann draußen sind und es schneit, sollten wir uns auch unsere coolen Schneeklamotten anziehen. Kann ich dann damit irgendwie das Outfit tauschen? Ich möchte seine Kleidung tragen. Perfekt. Naja, ist jetzt noch nicht ganz so kalt. Da können wir auch den grauen Parker tragen, den wir da haben. Ne? Und daher ist alles in Ordnung. Machen wir das mal so. So dumm nur, dass ich jetzt ohne Brille nichts sehe. Hust. Oh, es schneit. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie bepudert aus. Wir haben so warmen Winter, Leute. Unser Dezember ist so warm. Ich will Schnee. Ich will endlich mal wieder weiße Weihnachten. Ihr auch? Hashtag ich will weiße Weihnachten. Mann, ich will auch mal weiße Weihnachten. Was sind das hier wieder? Der Rainer? Gucken wir mal rein und erfahren, ob das der Rainer ist. Natürlich ist es der Rainer. Ah, willkommen in Rainer Gallery. Wenn du kurz wach auf einer Weitrang zu verdachte Grundstücker Preise suchst, bist du hier gar richtig. Aber das weißt du ja, Brides Cousine. Sagt er wirklich Cousine zu mir jedes Mal? Oder ist es so ein französisches Wort, was ich einfach nicht raffe, weil ich doof bin und... Ich weiß es nicht. Mit so eine Geheimmission, diesmal hat Rainer ganz besonders. Sie hat eine Kunststücke, weil ich könnte für die Xibel selbst abkaufen. Aber es gibt weiterhin nur eins pro Kunde, also weil er mit bedacht. Wie soll ich denn jetzt hier erkennen, was da richtig ist? Ich muss mal ganz nah ranzoomen und mit dem Kopf gegen die Wand. Und dann kannst du deine Ohren da bitte einfach nicht so nah, wäre echt gut. Kunst, den ich so meint. Ich meine, das sieht sehr richtig aus, das Kunstwerk, ob wir das schon hatten. Oh, das ist sehr asiatisch. Na komm. Oh, das kommt mir sogar bekannt vor. Oh, ich muss ja mit der Lupe rangehen. Ist das nicht die Venus? Das ist doch die Venus, oder? Die Geburt der Venus, glaube ich. Aber woher sollte ich wissen, was dann daran jetzt falsch ist? Oh, doch, ich sehe es. Seht ihr ihre Muschel? Ihre Muschel ist verkehrt rum. Mupfel. Ist hier überhaupt ein Berg drauf? Ich weiß es nicht. Warum tut ihr mir das an? Das ist so furchtbar. Sieht aus wie ein Kunstexperte. Das hier kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Also ich meine, das habe ich hier noch nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das Gemälde an für sich kommt mir bekannt vor. Ich habe nur nicht mehr... Weiß nicht. Aus einem Kunstbuch oder sowas. Oh, dieses Ups-Gemälde scheint dir ja richtig angetan zu haben. Ich trenne mich nur ungern davon, aber es muss wohl sein. Aber du sprichst davon lange, ich nur 3920 stand ich davor. Na, wie lautet deine Antwort? Okay, YOLO. Das gönne ich mir. Oh, wirklich? Na gut, dann wäre ich auch verrückt, weil ich euch am Preis nicht zuzuschlagen. Das Gebet bekomme ich dann im Voraus, Cousine. Na gut, alles klar. Und damit gehört diese hübsch gemalte dir. Alle, die jetzt noch kommen, haben das nachsehen. Sobald die Ausstellung vorbei ist, wird es sicher für Parak direkt nach Hause geschickt. Aber denk dran, genug Platz in deinem Briefkasten zu machen.
Ja, da bin ich ja mal gespannt. Reiner Dank, Cousina. Bei dir wird sich dieses Kunstwerk sicherlich zu Hause füllen. Du bekommst es geliefert, sobald die Galerie hier über Zelt abbricht. Vor Freude ist die große Freude. Das ist ja denn wie ein Weihnachtsgeschenk, das ich mir selber gemacht habe. Moment. Naja. So. Jetzt kann ich mich um dich kümmern, Günther. Oh, mein armer kahler Günther, aber das wächst wieder nach. Oh, das sagst du, das ist wieder nachwächsend tut. Guck mal, das wackelt schön. Bald fällt mir das letzte Blatt ab, dann bin ich schnockig. Ja, jetzt bist du auch schon ziemlich entkleidet. Oh, sag das nicht. Das ist mir ja auch schon dezent peinlich, du. Oh, aber Günther.